Ich habe auch noch nie gefilmt, wie wir einen Reifen drauf machen. Jetzt, wo du es sagst. Was war denn jetzt der Trick, dass der Ventil nicht abreißt? Das nicht einzubauen. Was? Das nicht einzubauen vorher. Oh, das ist der Trick? Oh, das ist ja ein guter Trick. Ach, jetzt habe ich es wieder nicht gefilmt, weil ich gerade auch was anderes nebenbei machen musste. Habt ihr eben gesehen, dass wir Reifen montiert haben hier auf dem fetten Geräteträger. Vorne, hinten neu. Ja, jetzt staunt er, wa? Ja, er muss heute zum TÜV. Und die alten Reifen waren nicht mehr so tüffig. Die alten Bremsen waren auch nicht mehr so tüffig. Er hat eine komplett neue Bremsanlage gekriegt. Wenn ihr hier mal guckt, die sind total schief eingebremst, die Bremsscheiben. Weil diese Bremsbalken hier gebrochen sind. Da wurde der Nocken die auseinander drückt und dann saßen die ungefähr ja, schief da drin. Das ist also alles neu. Ja. Hölle. Ich sag euch das. Hölle, Hölle, Hölle. Ach ja. Und letzten Samstag haben mein Bruder und ich uns hiermit rumgeplagt. Er hat jetzt wieder ein Original Fan GT. Grammar DS50 Sattelsitz mit einem Fan-Polster. Ja. Den Sitz, den habe ich von Stefan gekriegt damals. Gruß an dich. Ja, Trümmerbruch. Hoffnungsloser Fall. Hatten die hier einfach abgeschnitten. Haben wir hier jetzt alles wieder rekonstruiert. Ich habe den noch ein bisschen erhöht, damit man da ordentlich drauf sitzen kann. Aber jetzt ist es wieder schick. Hubzylinder haben wir noch abgedichtet. Hier von der 3-Punkt. Der sitzt hier so drin. Ja, alles was so anlag. Haben wir Spendierhosen hier noch neue Lampen hingemacht. Und jetzt geht er heute Nachmittag zum TÜV. Und dann geht er wieder mit nach Haus. Hoffe ich. Ja. Wenn man sich jetzt hier die alten Decken guckt, die sind irgendwie schlecht abgelaufen. Dieser ist rechts und dieser auch. Der hing immer so nach rechts. Ja. Rechte Reifen hier, der hat immer Luft gelassen. Und ja, mein Opa hat da nicht immer nachgeguckt und ist dann losgefahren. Ganz schlecht abgelaufen. Und vorne. Einfach glatt, ne? Ja, das sieht jetzt wieder schickimicki aus. Jetzt muss ich nochmal einen neuen Boden hier rein zimmern. Die Klappe eben richten, hier am leichten Wink. Und dann ist das wieder gut. Ist jetzt auch schon. Boden ist noch, der ist sogar noch getreidedicht. Also von daher. So, wollen wir gucken, ob er bremst. Erstmal, ob er anspringt. Oh, herrlich, wie das federt. Mal gucken, springst du an, Fendt? Klar! Mal gucken. Ja, bremst wohl. Muss ich noch ein bisschen einstellen. Stell noch ein bisschen schief und noch nicht feste genug. Aber kriege ich. So. Es ist Freitagabend. Ich will testen. Hacke habe ich eben mit Autos zum Stück geschmissen. Jetzt fahre ich da mal hin zu unserer neuen Halle. Hab gerade getankt, jetzt geht's los. Da sind wir auch schon. Hier habe ich den hingeschmissen. Bei meinem anderen Packer. Und als Packerkette muss hier heute mal so ein konventionelles Rotau dienen. Müssen wir erstmal hier mit hinterher schlören auf dem Feld. Da kommt mein Bruder, der will auch gucken. Heute wollten wir mal ordentlich machen, haben wir gesagt. Ich habe hier schon eine Spaltfurche gemacht. Und jetzt setzen wir hier zum ersten Mal ohne Packer an. Und dann sehen wir wohl.
nicht abwürgen. Das läuft schon mal. So ist hier der Versuchsaufbau. Ja, so ganz sauber wird das hier nicht geflügt, weil er ist halt klein, ne? Es ist ein kleiner Flug und das hier liegt viel. Der habe ich ja mal gemulcht. Hier liegt halt viel Zeug drauf. Aber wir testen. Willst du fahren oder filmen? Achso, ja, hier. Ich zeig dir das gleich mal. Ich hoffe, das klappt. Wir haben das noch ein bisschen länger gemacht und ich habe mir da gerade volle Puller auf den Finger gesäbelt. Na egal. Klappt doch ganz gut. Nur das Dinge, das will nicht umfallen. Also er müsste ja hier, wie er jetzt liegt, hinfallen. Und wenn ich jetzt ankomme, dann bleibt er einfach so stehen, der Schwammpanzel. Also mit den Armen in der Luft. Und das ist ja blöd, dann kann ich den nicht fangen. Habe ich mir schon mal überlegt, hier kommen Gewichte dran, kleine. So, ich habe den Packerarm noch ein bisschen weiter abgestellt, damit er ein bisschen weiter von der Furche wegkommt. Jetzt fahre ich noch einmal hin und her und dann bringe ich ihm das mal bei. Aber sonst bin ich echt wieder gut zufrieden. Dass, wenn es jetzt nicht so viel Material wäre, wäre es top. Einer hat mal geschrieben, der Packer ist viel zu leicht. Ja, ach nee, Alter. Das ist ja auch nur Spielkram. Der Trecker und der Flug ist auch viel zu klein. Da machst du auch hier die Fläche nicht mit schwarz. Und einer hat geschrieben, er kann halt eh nicht ziehen. Ne? Seht ihr? Was sagst du? 12 PS direkt aus der Hölle. Oh. Aufsteigen ist hier immer so eine Sache. Mit Kamera in der Hand habe ich das zum Beispiel noch nie gemacht. Oh. Man sitzt ja auch drauf wie so eine Spinne im Fingerhut. Jetzt machen wir hier mal ersten Gang. Und versuch mal die Sache hier festzuhalten, vom Fahrersitz aus. Fahren die eine Furche, es müsste knapp gehen. Ne, es geht nicht. Ja. Ja doch, geht. Flug runter und langsam vor und bam, scheiße. Du musst eben den Armjungen spielen. Weißt du? Ja. Ja, so kann es glaube ich auch nicht. Warte mal, wir versuchen es. Nicht abwürgen. Irgendwas ist hier jetzt total schief. Lief vorhin besser. Zieh mal das ganze Ding rüber. So. So. Jetzt kann es was werden. Also das klappt alles super. Und ziehen geht jetzt auch.
Also merkt man gar nicht. Und hier sieht es auch richtig gut aus. Wenn es läuft, dann läuft. Aber jetzt kommt die Stelle, was kritisch wird. Ich muss jetzt anhalten und dann müsst ihr eben weiterrollen. Und das macht er nicht. Und wenn ich jetzt anhebe, dann hebe ich dir mit an vorne, was ich demonstriere. Falls dabei rückwärts. So, jetzt müsste er umfallen. Oder tut das Schwein nicht. Oder er müsste zumindest gerade bleiben. Am liebsten umfallen. Ich mach da Gewichte dran. Naja. Problem erkannt, Problem wird gebannt. So, jetzt fährt Stefan. Jetzt läuft es eigentlich wohl. Sieht so schlecht nicht aus. Ich finde das richtig cool. Jetzt wollen wir mal gucken, ob er ihn fangen kann. Hab da alle noch ein bisschen rumgedreht. Ist auch alle noch nicht ideal, aber. Das ist schwierig damit zu arbeiten, wenn man das nicht, wenn man nicht der Pflüger ist und das nicht mit dem großen Trecker auch macht. Weil man muss ja selber regeln. Aber er macht das gut. Läuft, würde ich sagen. So, dass der jetzt nach vorne wegfällt, habe ich mir überlegt, Marianne Arme eben Gewichte dran. Dann würde er ja so hinfallen und dann ist das passt für das nächste Mal. Aber eigentlich müsste es jetzt laufen. So wie ich das beurteile. Wir gucken mal. Jetzt dreht er gleich. Also das, der Packarm hatte auch keinen schlechten Einfluss auf das Drehen. Das funktioniert noch 100. Ja, der Trecker ist klein, ihr habt ja recht. Oh, das wird knapp. Könnte aber klappen. Ne, zu spät. Stopp! Komischerweise fängt er hier besser als andere Seite, aber jetzt. Vielleicht geht's jetzt. Jetzt sieht's ganz gut aus. Das ist ja. Am Geflüchten aufhört. Er muss ja durch die Furche fahren können, um zu fangen. Ihr wisst, was ich meine? Der hing immer so ein bisschen in der Furche. Und wie gesagt, hier mit dem ganzen Zwischenbruchmaterial ist natürlich nicht so optimal für unseren kleinen Flug. Und da müssen Gewichte drauf, dass er das macht. So, wir versuchen es jetzt nochmal. Vielleicht geht's. Sieht gut aus. Also hier hört das Geflüchte auf. Man sieht das jetzt schlecht, da ist was hingefallen. Jetzt kann er theoretisch durch die Furche fahren. Wir beobachten das Ganze mal skeptisch. Er kriegt den Flug nicht rund. Das ist auch so eine Sache, ne? Man muss das ja umstellen. Ich habe ja keinen Steuerblock drauf. Ja, das ist er. So ist das ganz gut eingestellt. Wenn ich jetzt noch Gewicht an der Arme habe, dann läuft das. Also, alles ist möglich, wenn man Bock da drauf hat. Auch er kann da ziehen. Das ist jetzt kein Quellen. Das ist, er dreht einfach durch. Ne? Traktion ist weg. Der Motor, der reißt den Flug so weg. Der guckt da gar nicht gegen an. So, jetzt ist unser Problem da. Der rollt nicht leicht genug, oder was? Und wenn er jetzt zurückfahren würde, dann seht ihr, jetzt fahren wir so weg, ganz stramm links rum, dann müsste er rein theoretisch nach vorne fallen. Ne, krieg ich ihn nicht. So müsste er machen. Oder ich muss noch eine Ausklinkeinrichtung bauen, geht auch. Weil so schön war, einmal gucken wir noch. Und dann haben wir auch schon den ersten Morgen schwarz. Morgen ist ein Viertel Hektar, das ist noch nicht ganz. Das ist übrigens der Giebel von unserer Misthalle, der ist mit Netz oben zu, falls ihr euch fragt. Zum Lüften. Ja, ich glaube, er kriegt da so langsam Spaß dran. Aber der Junge ist über 2 Meter groß. Also ist noch größer als ich, 5 cm.
Also es gibt noch ein paar Sachen zu optimieren, bis das ideal läuft. Aber dann müsste es gehen. Notfalls muss ich mir wirklich mal einen Steuerblock kaufen, um auch die Ausklinkung zu realisieren. Ja, mal gucken. Kann der wohl den schwarzen Zubringer ziehen? Den 26 Kubik Zubringer? Nee. Wir holen uns einen richtigen Trecker dafür. Ja, der Zufall hat mal wieder total zugeschlagen. Wir haben alle Trecker hier so verbaut. Alles nicht schlimm. Oh, der musste auch gleich eben weg. Naja, wir müssen noch ein bisschen Gülle fahren gleich, weil die nächsten Tage soll es regnen. So, das eine habe ich schon dahinter. Da sind so ein paar Zettel drauf. Waren auf, dass die Jungs auch notieren können. Was zu fahren. Da muss ich noch ein Seil von meinem Trecker haben oder ich nehme das einfach. Ja, eben drauf und dann. Hatte mich gerade so schön vorbereitet. Kette dran. Zuchtmaul dran. Güllefahren ist jetzt wieder abgesagt. Doch zu nass. Ja, sind so Momente. Ja. Geht schon wieder. So, dann stellen wir einfach hier eine Halle. Ja, der neue Wendeschalthebel hat ja eine Sirene. So war es ja. So. Dafür darf er diese Nacht hier schlafen. Beim Kubota. Steht ihm auch mal zu. So, ich zeige euch mal, womit wir uns jetzt mal beschäftigen müssen. Damit. Das hier ist in Person ein McCormick International 453. Ja, der hat die ehrenwerte Aufgabe, immer die Reithalle hier im Ort zu planieren. Und wir beschäftigen uns hier zurzeit ein bisschen mit dem Hobel. Haben da schon so ein neues Planierblech angebaut. Hinten noch ein Exaktstriegel von einer D8 dran gesetzt. Ja, da müssen wir noch ein bisschen optimieren. Es geht jetzt darum, dass wir noch so ein. Die Pferde drücken es ja mal in die Bande. Und da so eine Art Flugschar zu konstruieren, dass man den Sand da wegholen kann. Ja, ich würde sagen, wir drehen den erstmal hier in die Rummel, dass ich da auch vernünftig dran schweißen kann. So, fahren wir auch mal mit so einem IAC rund. Kann man die Dinger eigentlich richtig vorglühen, halb ziehen, aber müsste gehen. Aber Feeling ist legendär. Das ist, als wenn man auf so einem Baby 1455 sitzt. Und der schockt auch. Der hat, ich meine, 40 PS, sowas. Das kann es merken. Also, der zieht mehr wie unser GT, das ist sicher. Hat auch ganz andere Reifen. Aber ja. So, wollen wir gucken. So. Geomatik-Hydraulik hat er natürlich hier, oder wie das heißt. Und dann hat er hier dieses Getriebe. Ich kenne das nur vom 633, mein Opa hat einen 633. Dies hier ist anders, da muss den Hebel so hochziehen, jetzt hat zum Beispiel Rückwärtsgang. Naja, wir fahren mal. Hört sich auch gut an, der Trecker. Also Sound ist da. So können wir uns helfen. Naja, nicht so gut den für so ein paar Sekunden an, aber so gehen. So. So, der hat vorne so ein paar Federzinken. Dann haben wir hier so ein Blech kanten lassen. So eine Art Kufe, höhenverstellbar mit so einem Lenker da. Da, ne? Und dann habe ich hier noch so einen Exaktstriegel. Ja, ist gar kein Exaktstriegel, dann ist ja vorne D8 der Striegel oder D7. Keine Ahnung, hatten wir noch liegen.
Ja. Und der habe ich einfach ein Kettchen gehängt. Oh ja, das soll halt nur so ein bisschen wieder striegeln. Ja, jetzt muss ich da noch eben so eine Hochkant, so eine Strebe zwischensetzen. Das biegt so ein bisschen durch. Hätte ich gar nicht gedacht, tut's aber. Und dann da an der Kante wollen wir noch so einen Flugschar ransetzen, so eine Art. Seht ihr dran. So, Markus ist auch mit eingestiegen hier, ein bisschen. Kantenabzieher ist fertig. Hier Klapper. Das klappt hier dann hin. Wir fahren auf dem Acker und testen, ne? Jo. So stabil soll es wohl sein. Komik fahren. Also wir haben hier schon ein bisschen getestet auf unserem Probe. Da hinten ist die Reithalle. Aber da wollen wir nicht extra immer hingondeln. Jetzt haben wir hier schon getestet. Das normale schon Freitag. Und der Planer, der Kantenhobel, der arbeitet eigentlich ganz gut, was wir gebastelt haben. Man sieht das da, weggenommen und dann weggezogen. Willst du mal filmen? Kannst auch fahren. Oder muss keine Oberlenkerbolzen rein. Schön weg, so wie es soll. Wenn hier die Bande ist, hier so, die von der Reithalle, hier ein bisschen tiefer, so, die trampeln dann von alleine wieder da an die Kante hin. Das ist schon richtig so. Er und sein kleiner IAC, er ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. So ungefähr ist es beim Reitplatz. Ja. Das ist hundertprozentig so. Ich glaube auch. Das will wie doof. Das ist gar nicht so blöd, ne? Nee, ist doch nicht. Hier für den neuen Reitplatz IAC und Pferdeweidenaufbeauftragten IAC haben wir auch Doppelreifen hier vorrätig. Die haben wir hier schon liegen. Ja, hier, so deine Ahnung. Zeig die mal. Die da? Ja. Da liegen die. Oh. Ja, wir müssen auch noch mal dran. Wir müssen hier noch mit Striegel Pferdeweide. So, wir gucken noch mal von hier, aber wenn ich nach dahin fahre. So, einfach runter. Und dann guck mal. Ja, den einen Striegel zinken, ne? Siehst du das? Ja. Der eine. Und wenn wir den nehmen und da, ist zum Beispiel mir einer abgebrochen, ne? Aber das tauschen. Ja. Das wäre doch geil. Aber sonst, seht ihr das Profil, was der erstellt? Hier höher. Jetzt zieht man das von der Bande der Reithalle so weg und zieht dann noch einmal so drüber und das. Da trampeln die, das da trampeln die Pferde dann sowieso wieder hin. Ja, so wollten wir das. Ja. Wo ist Thomas? Der will begeistert sein. Ja, es geht hier weiter am alten Eisen. Alten Eisen, neue Reifen sind hier, ja. Wo unser Opa sein Cent. Bam. So, wie gesagt, hier neue Reifen. Hinten auch. Aber, hört man das? Radlagerschaden. Alles neu hier. Mache ich die Radlager schnell noch neu. Ja, Hölle. Und da muss der Hubzylinder noch abgedichtet werden. Da habe ich jetzt auch einen Dichtsatz für. Aber das mache ich morgen Abend oder so. Ich schraube das mal auseinander, dann könnt ihr die Sache mal begucken. So sieht das unter dem Deckel aus.
muss man hier so einen Splint aufmachen und dann hoffentlich so rausziehen. Jetzt habe ich gar nicht den passenden Schlüssel mit. Das ist immer so ein Biegesplint, ist das. Meistens wollen die da nicht raus. Ah, geht. Mit dieser Kronmutter da kann man die Radlager einstellen. Ich hatte das letzte Woche noch auf und dabei ist mir aufgefallen, dass die kaputt sind. Ihr seht gleich, was ich meine. Schaue jetzt die Mutter ab und dann kann ich die Narbe runterziehen. Die ganze Geschichte ist hier konisch, der Zapfen. Das äußere Lager sieht noch relativ gut aus, ist noch heile. Das innere hat es zerlegt, ne? Also das sind die Kugeln, das ist der Käfig. Wo ich das aufgemacht habe, hatte ich ein bisschen Schock. Da kam mir nicht so entgegen. Ich habe da aber wieder zusammengesetzt und draufgesetzt, weil wir den Trecker fertig haben wollten in dem Moment, aus der Halle raus. Sofort die neuen Radlager bestellt. Das war jetzt vorgestern. Freitag war das, jetzt ist Montag. Ich mache das jetzt neu und dann ist da auch Ruhe. Jetzt muss ich hier noch diesen Lagersitz. Ah, der kommt. Muss ich mit dem Meißel so runterschlagen. Also dies hier ist ein größeres Lager als das äußere. Da kommt dann noch ein neuer Abdichtring hier hinten drauf. Und dann ist das tutti. Abschmieren die Achsschenkel und das ist fertig. Erstens kommen sie mal anders und zweitens als man denkt. Die neuen Radlager passen leider nicht. Morgen neue bestellen, die passen und dann übermorgen eben wieder zusammenklütern. Naja, blöd. Ist man so. Hat das alte beim letzten Mal schon so ein bisschen fuschig da reingesetzt. Dann ist der Lagerkorb gebrochen. Ja, blöd. Ja, ich lade das Video jetzt trotzdem hoch. Bisschen habt ihr gesehen, so lohnunternehmertechnisch läuft gerade nicht viel. Scheiß Wetter. Ja, ist man so, ne? Aber wir beschäftigen uns trotzdem. Dann wird halt mal so ein Reitplatzplangerät für die Chefin fertig gemacht bei solchen Tagen. Ja, in dem Sinne, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Jo.